Hallo, ich bin's, der Kunstor. Ich habe neue, superstarke Ware für dich. Immer wieder gern. Oh, ein Selfie. Davon habe ich mal gehört. Macht das nicht Spaß? Juhu! Oh, wunderbar. Wir sehen uns dann im Internet. Instagram ist ultra cool. Schau doch mal rein. Niemals. Ich mach doch kein Selfie mit einem Niemand wie dir. Niemals. Ich mach doch kein Selfie mit einem Niemand wie dir. Ich mache nur Selfies mit beliebten Leuten. What started as a simple contest is quickly escalating into an international crisis. Was in Gottes Namen machst du da? At transportation alternatives fight predominant, the unavoidable outcome may be a conflict the likes the world has not seen since the 70s. It appears that the world is Chica Pyjama, wenn du Butters siehst, sag ihm, er hat wieder Hausarrest. The Prime Minister of Japan has insisted that any race would break the Treaty of Salzburg, which called for a ceasefire to the wacky races for their senseless brutality. They also claim that if a race does take place, they would have no Glück ist ein sauberes Haus, oder? Oder?
Ich mache nur Selfies mit beliebten Leuten. Ich will aber nicht Superhelden spielen. Sorry, ich folge nicht jedem mit den sozialen Netzwerken. Au! Phaser auf Flammieren! Du hast ihn aufgekriegt. Du hast's echt drauf, kleiner Superheld. Ein Selfie? Klar, leg los. Okay, ich muss noch meine Runde schaffen. Okay, cool. Okay, ich schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Wuhu! Jetzt sind wir wohl Freunde. Alles gut, Schatz. Ich hab noch was im Auge. Das sind genug gemeinsame Freunde für ein Selfie. Du sammelst schnell Follower. Weiter so. Ein paar von den Kundfreunden erreiche ich nicht. Schau doch mal nach, was los ist. Okay, ich schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Wuhu! Jetzt sind wir wohl Freunde. Okay, machen wir ein Selfie. Wer macht denn so etwas? Das ist voll gemein. Hey, du! Weißt du was darüber? Irgendwer zerkratzt nachts das Auto meiner Frau. Jede verdammte Nacht. Ich dachte, es wäre eins von euch Kids, aber hier. Komm mal her, schau dir das an. Wer auch immer das Auto zerkratzt, hinterlässt Nachrichten. Klingt irgendwie nach einem eifersüchtigen Liebhaber. So einfach vergisst du mich nicht. Ich dachte, wir hätten was Besonderes. Ich werde allen von dir erzählen, du Schlampe. Ich will den Scheiß nicht ständig rauspolieren. Wenn du heute Nacht den Kerl erwischst, der das Auto meiner Frau zerkratzt, folge ich dir auf Coonstagram. Glaub mir, du willst mich als Follower. Ich bin hier ein hohes Tier. Ah!
Ich vermisse meinen Hund Patches und sein fröhliches Sabbermaul. Patches hätte mir Kondome gebracht. Dein Großvater wird nicht jünger, Billy. Ich brauche diese Gummis. Vergiss es, Scheichhaufen. Dafür hast du viel zu wenig Follower. Mein Hashtag ist schließlich eine Marke. Stopp! Hallo, ich bin Tauli, dein Spielkumpel. Denk dran, wenn du bei jemandem zu Hause rumschnüffelst, check immer den Kühlschrank. Es gibt immer geilen Scheiß im Kühlschrank, den man klauen kann. Vergiss es, Scheichhaufen! Dafür hast du viel zu wenig Follower! Mein Hashtag ist... Ah, du hast also den Wolkenpalast erreicht. Das ist Humankinds Basis. Vielleicht ist er ja da. Wer zur Hölle bist du? Ernsthaft? Ich schicke einen Notruf und du schickst einen neuen? Du bist so ein Arschloch-Kuhn. Tut mir leid, aber das hier ist für einen Anfänger eine Nummer zu groß. Es gab eine Anomalie im Universum. Ein anderes Ich, Humankind aus einem Paralleluniversum, ist hier aufgetaucht und macht alles kaputt. Er ist oben in meinem Zimmer. Nichts kann ihn aufhalten.
Humankind ist direkt hinter dieser Tür. Ich kann natürlich nicht selbst gegen ihn kämpfen. Scheiß Paradoxon und so. Also musst du ihn ausschalten. Du musst ihm dermaßen in den Arsch treten, dass er sich verpisst in sein Universum an der Ostküste. Bereit? Schnapp ihn dir! Zoom! Oh, hey, Kyle, ich bin wieder da! Wen hast du da mitgebracht? Spielt er auch mit? Also, alternatives Ich, Zeit, dich in dein Universum zurückzujagen! Was, Kyle? Wir sind doch ein Team, oder? Ich bin nicht aus dem anderen Universum, wir sind super allerbeste Kumpels! Wie du siehst, rennt er hier rum und ruiniert den Ruf des Humankind. Er will mich vernichten und meine Kräfte schwächen. Nein, nein, ich bin nur 2 Wochen bei meinem Cousin und wollte Superhelden mit ihm spielen. Und Kyle fragt, okay, welcher Superheld willst du sein? Und ich sag, ich bin Humankind. Da sagt er, das geht nicht, ich bin Humankind. Ich sag, warum können wir nicht beide Humankind sein? Also bin ich zu Tante Sheila gegangen und hab gesagt, dass wir beide Humankind sein wollen. Und sie meint zu ihm, tu, was er will, er ist unser Gast. Erinnerst du? Jetzt pass mal auf, alternatives Ich. Es ist Zeit, dass du lernst, dass Superheldenspielen echt wehtut. Los geht's, du musst jetzt mein anderes Ich vernichten. Oh Gott, wir müssen kämpfen? Genau, du willst spielen, dann aber nach meinen Regeln. Also gut, ich tue alles, um wie mein Cousin zu sein. Mach dich bereit, Schwächling. Ich hab dich viel trainiert. Wir spielen ohne Kontakt, oder? Vollkontakt, kein Training. Oh, das geht nicht. Ich hab meine Knieschoner nicht dabei. Jetzt! Schnapp ihn dir! Cousin Kyle, zusammen können wir ihn stoppen. Lieben gerne, aber die Regeln für Paralleluniversen verbieten es. Nicht so feste, ich krieg gleich Maulflecken. Er spielt mit Kräften jenseits seiner Kontrolle. Das war nicht zu fest, oder? Ich will niemanden schlimm verletzen. Leute, Pause. Mir ist ganz schwindelig. Oh, bitte nicht. Au, 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 au. Okay, mein Innenohr hat sich beruhigt. Der letzte Treffer zählt nicht, oder? Ich mach den Schaden wieder rückgängig, ja? Ah. Typischer Paralleluniversums-Bullshit. Auszeit, ich brauche mein Asthma-Spray. Cousin Kyle, er hat meine Auszeit ignoriert. Mein Asthma geht immer los, wenn ich mich anstrenge. Ich fände es viel fairer, wenn ich ein Schild hätte. Irgendetwas, wie diese Tora-Rolle. Die hat auch einen großen ideellen Wert. Alter, Humankind ist ein Alien. Das hat nichts mit dem Judentum zu tun. Und keine neuen Superkräfte mitten im Kampf. Die ist nicht neu, die ist in meinem alternativen Universum konform. Phew. Magenverstimmung, ein Teechen wäre gut. Ich finde, ich sollte den nächsten Zug machen dürfen, weil der neue Freund bei meiner Auszeit nicht gewartet hat, also bin ich jetzt dran. Willst du mich verarschen, du schummelst? Hoppla, ich dachte, ich verfehl dich. Das werde ich Tante Sheila sagen. Jetzt kommt meine super ultimative Kraft. Bereit? Bereit? Oh Gott. Okay, der Zorndrachen aus einem anderen Universum. Alternatives Ich? Dieses Superheldenzeug tut echt weh. Ich gehe in mein Universum zurück. Was? Du haust ab? Wie schade. Ja, ich muss in mein Universum zurück. Mein Ohr ist von den 14 ganz wund. Ich muss unbedingt Salbe draufschmieren. Wie kann ich dir nur danken? Melde dich einfach, wenn du mal Hilfe brauchst, okay? Wow.
Okay, ja. Zwei Helden, die abhängen. Ich komme hier wohl nicht so schnell weg. Hi, ich bin Tauli. Wenn du ein Haus betrittst, kannst du ruhig alle Schubladen, Schränke und Türen öffnen. Ui, da. Das hat einen Goldgriff. Thank you.
stimmt nicht mit dir. Widerlich. Pass auf, das sind Sechstklässler. Das sind die übelsten, bösartigsten Wesen, die es gibt. Ihr habt doch keine Ahnung. Jeder weiß doch, dass Kiefers Mom die geilsten Titten hat. Alter, hör auf, ständig von den Möpsen meiner Mom zu reden. Zwing mich doch, Pickelfresse. Wollen wir ins Kino gehen? Vielleicht sind in Wonder Woman ein paar Titten. Kino ist lahm. Lasst uns ein paar Körbe werfen. Basketball ist doof, Mann. Erst trete ich dir in den Arsch und dann deinem dämlichen Frosch. Ah! Frösche haben kein Popo, nur eine Kloake. Kein zur Rettung! Gerechtigkeit von oben! Er hängt schon in den Seilen. Au! Das Blatt wendet sich. Als Maul, Vierklässler! Ich bin jetzt dran. Sechstklässler sind ekelhaft und unhygienisch. Du willst nicht wissen, was sie mit ihren Handtüchern machen. Ich berechne nur ein paar Flugbahnen. Ich hab's gleich. Versohlen. Geile Sache! Tittenzwirbler! Oh, das war schmerzhaft aus! Ich bin drin! Okay. Hier! Keine Gnade! Jau! Der Brutalo klingt brutal ab! Euch zeige ich, was brutal ist! Euch Platz zu machen fällt unter Anti-Aggressionstherapie. Halt durch! Langsam wird's kalt, sich zu ergeben! Echt jetzt? Heilung! Wieder dabei! Können wir das nicht bereden? Halt's Maul, du Pussy! Jau! Du haust echt ordentlich zu! Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Ich weiß, wie sich das anfühlt! Der Kalt bringt das Leid! Keine Sorge, ich kümmere mich drum! Wow, du bist so mutig! Scheiße! Für Viertklässler? Selbst in der Hölle kommt nichts dem Zorn des Kite gleich! Ich bin Feuer und Flamme! Hey, du kannst mich doch nicht anzünden! Wow, hier unten lebt noch jemand? Zeig uns, was du drauf hast. Ah, oh, shit! Ugh.
lässt dich da von deinem Freund massieren. Ich sterb nicht als Jungfrau. Halb Drachen, halb Mensch, ganz Held! Wow, gute Arbeit, Neuer. Das waren 6 Klässler. Weiter so. Du willst ein Selfie mit mir? Hilf Jimmy, sein großes Projekt abzuschließen und dann machen wir ein Selfie. Geh spielen, Süßi. Irgendwo weit weg von hier. Hilf erstmal Jimmy mit seinem kleinen Projekt, ja? Wer lässt seine Kinder sich so anziehen? Nicht viele Nachrichten heute. Schätze, das wird eine ruhige Woche. Interessanter Aufzug, bist du so ein Ich-darf-alles-Kind? Also ich muss sagen, Minze und Beeren, das ist wirklich eine geschmacklich intensive und knusprige Mischung. Mit euch könnte ich den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen. Oh Mann, echt nicht schon wieder. Lass mich in Ruhe, Spießer. Diese Stadt geht in Arsch, es wird immer schlimmer. Deshalb versuchen wir es mit schwarzer Magie aus dem Internet. Aber Henriettas praller Bruder hat den heiligen Folianten für das Ritual gestohlen. Sieht also scheiße aus. Wenn du den Folianten findest, das wäre echt mega gothic von dir.
Bist du ein Spießer, rieche ich auf 100 Meter. Verpiss dich! Hau ab und poste woanders, du Penner! Du näherst dich Supercracks Festung der Einsamkeit. Er meldet sich nicht. Hoffentlich geht's ihm gut. Gegrüßt, Bürger. Ich bin es, Super Craig. Es tut mir leid, aber ich kann im Moment niemandem bei Problemen behilflich sein. Super Craig kann sein Meerschweinchen nicht finden. Sag dem Kuhn, dass ich erst wieder spielen komme, wenn ich Stripe gefunden habe. Er ist kein normales Meerschweinchen. Er gehört mir und meinem Ex-Freund. Ganz richtig, Super Craig ist schwul. Ich wette, Stripe ist wieder unten im Keller. Fangen wir im Keller an. Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Vielleicht hat er das Hundefutter unten gerochen. Ich warte bei der Treppe, damit er nicht entkommen kann. Du erledigst den Rest. Sei vorsichtig, das könnte die schwierigste Mission sein, die du bisher hattest. Oh, cool. Hey, da ist er, in der Lüftung, ganz oben. Nochmal! Oh, das war's! Folge dem Meerschweinchen! Wow, du hast die Kiste zerlegt wie nichts! Wahnsinn! Mach dein Ding mit der Kiste! Drauf auf das Ding! Dass du das gerade echt gemacht hast. Du bist gut. Schaff das Ding aus dem Weg. Wow, das sah ganz schön knifflig aus. Schalte seinen super empfindlichen Geruchssinn mit deinem Arsch aus. Brillante Rettungsstripe. Auch dank von der Arsch und seinem mega krassen Arschloch. Du hast es geschafft. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf Super Craig zählen. Psst, Neuer! Hey, bist du einer von Craigs Freunden? Suchst du nach Craig? Ich? Ich bin Kunstsammler, spezialisiert auf eine moderne und verstörende asiatische Kunstform namens Yaoi. Verrückt, oder? Aber gewisse Käufer zahlen Unmengen dafür. Falls du was findest, bring es mir. Ich belohne dich reichlich. Bring mir alle neuen Werke, die du findest.
du! Ich hab zu tun! Nee, sammel noch mehr Yaoi für meinen Dad, dann überleg ich's mir.